Hier, das sind Links- und Rechtspfade, die jetzt hier sind, aber großartig weiterbringen tun nämlich nicht. Hier geht's noch links und rechts lang. Hier, das trifft sich wieder in der Mitte. Da sind auch noch zwei Fässer. Hier ist noch ein kleiner Gang. Wofür dämme ich hier hin? Was ist denn hier auf einmal? Das kommt mir nicht bekannt vor. Bin ich immer noch da, wo ich glaube zu sein? Kathedrale des Schmerzes, ja. Kathedrale des Schmerzes. Ah, shit. Bin runtergefallen, das wollte ich nicht. Musik ist halt auch sehr duster. Hier da oben sind auch noch so Messerchen, aber hochklettern kann ich das Ding nicht. Die Lebensenergie zieht es halt nicht ab, aber es hat eine Möglichkeit versuchen, am Leben zu bleiben. Es ist halt nicht so einfach, hier rüberzukommen. Wo bin ich denn jetzt? Noch mehr. Ich meine, es gab hier nur eine dunkle Seele. Daher eine dunkle Seele abzugreifen hier, ist es eher unwahrscheinlich. Aber sich nochmal hier erneut umzugucken, schadet bestimmt nicht. Wie viele von denen gibt es hier? 37. Wie viele habe ich? 31. Fehlen noch 6 Stück. Vielleicht finde ich die ja noch. Weg mit dir. Hau endlich ab. Hier sind viele Maschinen, aber fange ich damit an? Ah. Okay, jetzt bin ich eine Ebene weiter oben. Mit den Messerchen. Ja, da unten sind die, die ich von unten gesehen habe. Wunderbar. Kann man hier irgendwie hochklettern? Das reicht nicht, ne? Nee. Schade. Haben wir in der Kathedrale des Schmerzes auch noch ein paar Sachen gefunden. Finde ich geil. Sehr, sehr, sehr cool. Frage ist, wie komme ich da hoch? Dann muss es ja noch weitergehen, oder nicht? Oder ist es einfach nur Deko? Ich kann halt soweit nicht nach oben gucken, es sei denn, ich gucke hier so hin. Theoretisch geht es noch weiter nach oben, aber ob da irgendwas ist, weiß man nicht. Okay. Ich glaube, das war es hier im Großen und Ganzen. Kathedrale des Schmerzes. Ich gehe nochmal gerade zurück, um zu schauen, ob es hier noch einen anderen Weg vielleicht gibt. Hier geradeaus bin ich nämlich nicht gegangen. Ich bin direkt rechts in die Nische. Hier ist noch was. Zwei fehlen noch.
Ich glaube, die sind auf der anderen Seite. Ich glaube, dann habe ich alle gesammelt. Dann ist die Kathedrale des Schmerzes dann... Nee, das ist ein... Ach, das ist ein Rundgang. Okay, verstehe. Aber wenn jetzt zwei hier noch fehlen... Ah, das wurmt mich jetzt schon. Wo sind die zwei letzten? Und hier habe ich ja schon geguckt. Hier habe ich alles geholt. Ich hab's. Komischen Fleischhaufen oder was das da sein soll. Immer wieder strange aus. Hier geht's wahrscheinlich einfach nur wieder nach oben. So, Kathedrale. Yep. Die Kathedrale des Schmerzes. Ach, hier war dieser Film, ja. Der Aufbau. Wenn wir gerade hier sind, würde ich gerne was ausprobieren. Ich habe nämlich so einen Gedanke, der mir schon länger durch den Kopf schwebt. Geh jetzt einfach mal hier lang. Ach, und da unten ist die... Da unten ist die Lava und da bin ich eben lang gegangen. Weiß ja gerade nochmal, ob diese Wundspreizer, die dafür geeignet sind, mit denen zu interagieren. Aha. Jetzt habe ich rausgefunden, was es mit den Wundspreizern auf sich hat. Das heißt, es gibt für jeden Kandidaten hier einen. Deswegen werde ich nochmal in die anderen Räume gehen und den jeweils auch einen Wundspreizer verpassen. War hier im obersten Raum eigentlich auch noch einer? Es gibt hier einen Raum pro Symbol, ne? 1, 2, 3, 4. War hier auch noch einer? Oh mein Gott. Ja, gibt es. Also sind es 5 insgesamt. Das heißt, mir fehlen noch ein paar von diesen Wundspreizer-Dingern. Das heißt, ich muss die auch noch finden zusätzlich. Wahrscheinlich triggert das dann das Endgame. Den direkt noch einen verpassen? Nee. Abfallen.
Bringt nichts. Ich wurde da reingesogen, was zur Hölle? Was ist das denn? Das frage ich mich auch gerade. Ich bin wieder in der Menschenwelt. Ach, das sind Portale, natürlich. Ja, ich erinnere mich. Oh Gott. The end is not, nah. Kann ich mit dem Ding hier auch, ne. Mit manchen Gegenständen kann ich in der Menschenwelt nicht interagieren, das geht nicht. Damit schon, aber damit nicht. Ist ja witzig. Hier gibt es eine dunkle Seele zum Sammeln. Weiter gerade mal. Texas Gefängnis, Tag. Bin es auf der Karte angezeigt? Irgendwie nicht, ne? Kann ich jedes. Kopflosen. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Was? Was? Ey, die werden besiegt. Noch mehr. Oh nein, sie stehen wieder auf. Das ist ein Albtraum. Definitiv ein Albtraum. Warum haben sie keine Köpfe? Er wollte nur mal eine Knarre. Ich hab's. Ein bisschen Heilung. Oh. Nice. Okay, die Türen sind nur Deko. Mit denen kann ich gar nichts machen. Hoppla. Hoppla. Ach du Scheiße. Bossfight gegen den Heli. Oder muss ich hier irgendwie weg? Ah, ah, shit. Am besten, wenn er nicht hinguckt. Ja, schade, dass ich nichts von meinen Artefakten oder Waffen irgendwie nutzen kann. Nee, werde ich nicht speichern, das macht keinen Sinn.
Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal in den Kampf gegen den Heli komme. Auch nicht auf ihn schießen, Michael. Hoppla. Hoppla. Ich finde es so geil, dass er Hoppla sagt. Achso, ich bin hier wieder. Okay. Nee, das mit dem Heli, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das will ich schaffen. Ich glaube, ich muss nach oben rennen. Da fuhr gerade so eine Treppe nach oben. I am the Lizard King. Hier geht's noch hoch. Hier war ich noch nicht. Guck mal, hier ist auch noch was. Hier lohnt es sich jetzt nochmal zu speichern. ...26 von diesen Kado-Dingern gibt's hier. Ist ja verrückt. Okay, hier war ich schon drin? Nee. Heilung. Ja, aber ich glaube, das war's hier. Und hier gibt es zwei Wege, aber das war hier nur eine Gefängniszelle, ja. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, was ist mit den Köpfen passiert? Hoppla! Alter. Hab ich das denn? Verdammt. Irgendwie muss man den ja siegen können. Sonst wäre der hier ja nicht. Lauf. Ja, weil mehr gibt's hier nicht. Erstmal. Dann muss ich den doch besiegen. Okay. Kann ich dann einfach von hier drin ausballern? Jetzt weiß er, wo ich bin halt. Ich werde mal versuchen, den Heli zu schaffen. Bin gleich zurück. Der Heli ist Geschichte. Geil. Ich lebe sogar noch. Halbwegs. Mit einem Energiestreifen. Das muss doch irgendwie aufgehen. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Ja, wahrscheinlich gibt es ja irgendwo die Möglichkeit dazu.
Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Wie als flucht. Okay, der Heli ist zwar erledigt, aber großartig weiter komme ich gerade nicht. Vielleicht ist in dem Kabuff da noch irgendwas. Ich guck gerade nochmal. Das hier ist echt mal eine nette Abwechslung zum Reich der Toten. Ist hier irgendwas? Nee. Es war nur so ein kleines Kabuff, um dann sich vor dem Heli zu verstecken, aber... Hier ist ein Loch in der Wand. Guck mal einer an, das habe ich noch nicht gesehen. Bin ich denn hier? Ah ja, okay. Da hinten sieht es so aus, als könnte ich das Ding öffnen. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Was haben wir denn da? Eine E-Card. Schlüsselkarte. Das wird ja wohl was geöffnet haben. Bleib liegen. Ist die Tür jetzt auf? Nee. Aber irgendwas scheine ich damit ja geöffnet zu haben. Am Ende war es drin, irgendwie eine Tür oder so. Moment, ist die Tür jetzt hier draußen auf? Nicht? Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Ja, da drin ist nämlich wieder so ein Kartenterminal, womit ich die Karte benutzen kann, aber irgendwie... Ah. Es muss ja dann noch irgendwo dann ein anderes Kartenterminal geben, wo ich das Ding benutzen kann. Frage ist wo. Hat sich das hier geöffnet? Ach, guck mal, hier ist auf. Okay, und dann, ja. Und da hinten ist das Kartenterminal. Okay, jetzt habe ich das hier geöffnet. Ist das hier jetzt auch auf? Nee. Ich muss es öffnen. Ich muss es öffnen. Das wird ja nicht nur diese Tür geöffnet haben, oder?
hier vielleicht jetzt auf? Ja. Okay. Das muss ja auch irgendwie aufgehen. Okay. Gucken wir erstmal noch hier uns um, in dieser Sporthalle. Ah, natürlich stehen sie alle auf. Doch zu schön gewesen, wenn nicht. Roll dich herum. Angriff der Kopflosen. Das ist bisher echt mein Highlight im Spiel. Die Kopflosen greifen an. Hätte ehrlich nicht gesagt, gedacht, dass wir nochmal hier so ein richtig krasses Abenteuer in der Menschenwelt noch vor uns haben werden. Allein ist dieses Areal jetzt nicht unbedingt das Gefängnis, aber... Hat schon was, aber der Kampf gegen den Heli, das war echt anstrengend. Okay, hier geht's irgendwie hoch. Da komme ich wieder raus. Okay. Was ist hier? Duschen. Der Lizard King. Oh nein. Oh nein, sie erwachen. Bitte bleiben sie liegen. Tun sie mir und ihnen den Gefallen. Jawohl. Okay, jetzt bin ich hier, aber die Keycard... Ah, da hinten. Gut, da. Die Frage ist, was hat das jetzt geöffnet? Kipp um. Jawohl. Irgendeine Tür wird es ja wohl geöffnet haben. Ah, natürlich steht ihr auf. Die zerstören? Nee. Die sind solid. Da haben sie schon keine Köpfe mehr. Sind tot. Nur um wieder aufzustehen und dann wieder zu sterben. Okay, jetzt bin ich hier fertig.
natürlich im Vergleich zur Welt der Toten droppen die Gegner hier nix. Meine Munition ist eh unendlich bei uns. Aber halt auch irgendwie Lebensenergie oder sonst irgendwas. Hat die vorher schon auf? Weiß nicht. Glaube nicht. Nee. Oh, Scheiße. Da, noch schon wieder einer. Das wird ja mal doller hier. Gut, liebe Freunde, aber an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss und sage vielen Dank fürs Zusehen bei Shadow Man Remastered. In der nächsten Folge geht es hier weiter in der Menschenwelt, beziehungsweise in der Welt, das heißt Menschenwelt, aber in der Welt der Lebenden. Und dann, ja, schlagen wir uns einfach mal ein bisschen weiter hier durch. Ich meine, macht schon Bock und am Ende winkt sogar eine dunkle Seele. Gucken wir mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Shadow Man Remastered.